Mehr und mehr Betriebe entscheiden sich für das automatische Melken. Speziell für die Anforderungen kleinerer Betriebe oder Gruppengrößen von bis zu 70 Kühen pro Box hat GEA die Monobox entwickelt. Mit der Inbetriebnahme der weltweit ersten installierten Monobox ist Erik Falkenhut vom manuellen auf das automatische Melken umgestiegen. Dadurch spart er wertvolle Arbeitszeit, die er für die Betreuung seiner Tiere einsetzt. Die Manier von Managen ist sicher verändert. Die Art und Weise, die Herde zu managen, hat sich auf jeden Fall verändert. Ich komme morgens nicht mehr zum Melken in den Stall, sondern um nachzuschauen und zu selektieren, welche Kühe überfällig sind oder zu wenig Milch gegeben haben. Außerdem überwache ich mit Hilfe von Cow Scout die Reproduktionszeiten. Cow Scout erkennt zuverlässig alle brünstigen Kühe und zeigt mir den optimalen Besamungszeitpunkt an. Tochtig groeien de feilloos uit en uiteindelijk kun je ook het moment van insemineren met dat systeem heel goed bepalen. Das Einbox-Make-System fügt sich nahtlos in das individuelle Stalldesign ein. Routineaufgaben lassen sich schnell erledigen, die Arbeitsabläufe sind hocheffizient. Ich würde mich wieder für einen Dreireiher entscheiden. Es ist ein sehr effizientes Stallkonzept. Es ist nicht nur einfach zu konstruieren, sondern bietet vor allem ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Plätzen am Fressgitter und der Anzahl der Liegeboxen. Persönlich finde ich besonders praktisch, dass ich nach nur einer Kontrollrunde alle Kühe einmal gesehen habe und sie sich ohne umständliche Wege ganz problemlos zum Melkroboter führen lassen. Betritt eine Kuh mit Melkberechtigung die Monobox, erwartet sie ein ungestörter, ruhiger Melkvorgang. Die Kuh steht heel open in der Box. Die Box ist sehr offen gestaltet, wodurch die Kuh besonders gut Kontakt zur Umgebung halten kann, ohne ins Dunkel hineinlaufen zu müssen. Ich denke, die Kühe fühlen sich deshalb wohler und gewöhnen sich daher leichter an das System. Beim standardisierten Melkprozess setzt die Monobox selbstständig an. Stimulieren, reinigen und vormelken sowie das viertelindividuelle Ausmelken finden im Melkbecher statt. Das abschließende Dippen schützt die Zitzen und verbessert langfristig die Euterkondition. Optimale Leistung und erstklassige Milchqualität zahlen sich direkt aus. Die Zellzahl ist jetzt deutlich niedriger als vor dem Wechsel zum neuen Melksystem. Darüber hinaus war die Keimzahl von Anfang an sehr stabil und auch die freien Fettsäuren befinden sich auf einem niedrigen Niveau. Der Wert schwankt zwischen 0,2 und 0,4. Was das angeht, bin ich sehr zufrieden. Frequenzgesteuerte Pumpen transportieren die Milch schonend zum Tank. Zwischendesinfektion und regelmäßige Spülintervalle garantieren perfekte Anlagenhygiene bei sparsamem Einsatz von Wasser, Betriebsmitteln und Energie. Das System ist sehr gebrauchsfreundlich. Die Anlage ist sehr benutzerfreundlich. Mit dem Touchscreen hinten am Melkroboter lässt sich der Melkprozess prima verfolgen und steuern. Außerdem können aktuell wichtige Daten abgerufen werden. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit können viele Aufgaben problemlos an eine andere Person übertragen werden. Welche Vorteile und Herausforderungen bietet das automatische Melken? Die Arbeit ist viel angenehmer geworden. Auch die Kühe gewöhnen sich mehr und mehr an den Prozess. Es wird mit jedem Monat besser. Wichtig ist, die Kühe weiterhin zu beobachten und zu kontrollieren, sowohl visuell als auch über die Analyse der Daten aus dem System. Die Herausforderung besteht im ersten Schritt natürlich darin, eine Produktionssteigerung zu realisieren. Ich selbst sehe die Herausforderung vor allem in der Anpassung der Futterration, durch die die Milchleistung beeinflusst wird. Die Fütterung sollte optimal auf die Tiere abgestimmt sein, sodass die Kühe hohe Leistung bringen können, ohne dass die Fruchtbarkeit gefährdet wird. Bereits nach kurzer Zeit haben sich die Tiere an das komfortable Melken in der Monobox gewöhnt. Das Einmelken selbst lief sehr gut. Nach einiger Zeit hatten sich die Kühe ihren eigenen Melkrhythmus angewöhnt und betreten nun ganz von selbst die Box. Neben der Monobox kann sich Erik Falkenhut ebenso auf das GEA-Fachzentrum verlassen. Insbesondere schätzt er die innovativen Serviceleistungen wie das Online-Monitoring via GEA FarmView.
In der ersten Woche war ich ziemlich aufgeregt und vor allem gespannt, ob alles meinen Erwartungen entsprechend funktionieren wird. Auch für mich als Landwirt ist eine solche Situation gewöhnungsbedürftig. Daher war es besonders wichtig für mich zu wissen, dass immer jemand erreichbar ist und unterstützen kann, sei es vor Ort oder aus der Ferne. Die Monobox und der GIA-Service an der Seite. Eine ideale Lösung für die Milchproduktion mit kleineren Herden.